Wir werden euch heute Berge zeigen. Wir werden euch heute die wunderschöne Natur zeigen. Wir sind 7 Tage unterwegs. Und das Abenteuer beginnt, Mann. In den Bergen. Genau, unser Plan ist jetzt zum Prinz Luitpold Haus. Luitpold. Ja, das ist eine wunderschöne Hütte. Und wir haben einen sehr guten Freund gerade besucht. Ja, genau. Rudi. Danke, Rudi, wirklich. Ja, danke, Rudi. Aufgenommen. Wir haben den fast 4 Jahre nicht mehr gesehen. Schaut mal, Leute, hier hängt einfach ein Bild von mir. Wir waren davor, jetzt gestern beim Harz noch, da waren wir auch noch mal 5 Tage. Das heißt, das ist jetzt unsere erste Nacht mal wieder drin im Haus. Ja. Das hat richtig und gut dann getan. Haben wir auf dem Balkon gepennt. Ja. Das Ziel ist erstmal zum Hofvogel zu gehen. Der ist, glaube ich, auch 2-2. Das wird granatenstark heute. Ja. Und in dieser Schanzenstraße geht es jetzt mal hier hoch. Ja, haben gerade noch einen Wanderer getroffen. Der macht auch eine Tagestour hier in Bergen. Ja, wir sind jetzt in Allgäu. Und da ist Oberstdorf. Und da geht's zum Allgäu-Tal. Die ersten Kühe. Also, es ist einfach nur sexy. So schön, Leute, geht raus, wenn ihr die Möglichkeit habt, isst ganz viele Kräuter. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier für diesen Ort hier. Und dann geht es irgendwann hier irgendwann hoch. Ja, beim Eutal-Haus angekommen. Voll cool für Selbstsorge haben die das hier hingestellt. Richtig schön. Ich weiß, wenn wir heute den ganzen Tag laufen, ich bin locker an Sonnenbrand. Was hast du, Mann? Den Alpenrausch? Ja, so langsam spüre ich. Wenn man sich lange auf Höhen befindet, ist den Alpenrausch. Der Alpenrausch, ja. 1000 Meter Höhe schon, Sonne knallt auf uns, leckeres Trinkwasser draußen am Fluss. Das ist der nette Menschen. Alpenrausch. Eine Kuh ist auch dabei. So Leute, da hinten ist der gute Alp. Richtig geil, wir haben gerade einen Kaffee getrunken. Und jetzt geht es erstmal bergauf oder erstmal zum Wasserfall. Zum Stulpenfall. Und wir machen uns erstmal gleich eine granatenstarke Hauschi-Dusche, würde ich sagen. Leute, hier ist der Wasserfall. Wir versuchen gerade uns positiv zu inspirieren uns. Wir inspirieren begeistern uns. Begeistern uns. Ja, mit schönen Worten. Leute, motiviert euch, eure Ziele wieder näher zu kommen. Ah, Hammer. Hier dann auf den Weg könnt ihr den Wasserfall finden. Da könnt ihr dann auch schön mal eine kleine Dusche machen. Wir sind jetzt hier unten. Und jetzt geht es erstmal da lang. Ich freue mich. Leute, ihr glaubt nicht, wie kalt das Wasser hier ist. Die Füße tun schon weh. Guck mal, wie sauber das Wasser ist. Aber hier muss ich meine Kamera weglassen, weil hier wird das Handy zu nass. Wir springen jetzt erstmal rein. Leute, am liebsten wollte ich euch mitnehmen, aber es war so nass. Jetzt geht's weiter. So sieht das jetzt von oben ein bisschen aus. Haben wir gegessen oder da hinten, schon weit weg. Der Wasserfall ist jetzt ungefähr hier, wo wir gerade waren. Den Weg sind wir jetzt hochgegangen. Und hier oben kommt auch bald eine Keselalp. Ist auf jeden Fall sehr schön. Oh, Leute, einfach nur krank. Da hinten ist aber wieder ein Wasserfall. Alter. Boah. Leute, und wenn ihr das alles geschafft habt, den Weg, schön im Wasserfall drinne wart, dann kommt die Keselalp, die ist da. Dann könnt ihr da auch noch mal schön trinken. Und dann kommt der richtige Spaß. Ja, guck mal, wie hoch es noch geht. Ja, und von dort hinten geht's wahrscheinlich. Da ist ein Wanderschilder. Da müssen wir erstmal gucken, wo es lang. Wir sind jetzt noch 4 Stunden und 15 Minuten. Ach doch, 4,5 Stunden. Und haben jetzt schon 11 Kilometer geschafft von Oberstdorf hier hin zur Käsealp. Dann wisst ihr ungefähr 11 Kilometer. Ja Leute, es beginnt. Es wird steinig. Wir können uns bald verabschieden mit den wunderschönen grünen Wiesen. Es wird gleich richtig schön steinig. So Leute, wenn ihr denkt, schaffe ich das überhaupt noch da hoch? Weil das Video ist ja für euch auch dafür da, selbst den Weg zu gehen. Weil es ist wunderschön. Ihr braucht wirklich fast kein Wasser. Der nächste Brunnen ist schon wieder da. Hier gibt es schönes kaltes Wasser. Und Hammer. Und hier sind neue Schilder. Hier, Prinz Luitpold Haus. 3¼ Stunden noch.
geht auf jeden Fall hier hin. Ist auf jeden Fall steinig hier. Soll ich euch nochmal sagen, wir haben jetzt, sind wir, ich glaube, sind 8 Uhr ungefähr, 7.45 Uhr losgegangen von Rudi aus und haben jetzt 3:30 Uhr. Könnt ihr euch schon ungefähr so ein bisschen vorstellen, wie lange sowas geht. Wir haben uns jetzt sehr viel Zeit gelassen. Wir sind ja auch im Wasserfall gesprungen und haben aufgenommen. Aber die sag ich mal, das auch machen, sehr entspannt zu gehen, bis dann ungefähr dann, ne, wie viel lange das dauert. Ausflug hier machen. Das ist halt einfach nur wunderschön. Ein bisschen Eis haben wir da oben auch. Schaut mal diese wunderschönen Blumen an, Leute. Oh, sind die nicht schön. Jetzt gefühlt mitten in den Wolken schon. Oder ne, sehr, sehr neblig hier. Eins muss ich sagen, Leute. Wenn ihr den Weg auch ausprobiert, der Weg steil. Steil, schön. Es riecht nach süßen Blumen. Ey. Das riecht so geil. Andi riecht gerade an Blumen. Und gleich, Leute, ich sehe das gerade schon hier schon. Gibt es schon neue Aussichten, neue Berge zu sehen. Das wird auch noch schön. Und nächstes Schild. Wieder eine Stunde geschafft. 2 Stunden und 15 Minuten. Und hier sind die neuen Berge, Leute. Und noch einen neuen Tal. Das ist ein Wasserfall. Steve! 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 Alan! Steve! Alan! Steve! Alan! Steve! Und Steve ist weg. Wie geil! Hier läuft einfach Steve rum. Ja, wir haben jetzt gut gegessen. Hat richtig Power gegeben. Jetzt geht's leider erstmal hier wieder runter. Alpenschrei hilft die Seele, gesund zu werden. Jetzt geht los. Wir haben 17 Uhr, glaube ich. 17:02 Uhr. Ja, let's do it! Yo, Leute, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von U2 und die haben gesagt, willkommen in der Schweiz. Wir sind, glaube ich, jetzt in der Schweiz. Vielleicht laufen wir ganz kurz durch die Schweiz und dann geht's wieder nach Deutschland. Ja, Leute, wir nehmen euch nicht nur mit in Deutschland, wir nehmen euch auch in der Schweiz mit. Und von dort oben, Leute, sind wir gekommen. Hier sind auch irgendwie voll coole Blumen. Hey, Mann, was ist das? Ja, das sieht aus wie Wolle. Leute, macht man da irgendwie Baumwolle raus oder sowas? Ich habe, glaube ich, noch nie haarige Blumen gesehen. Das ist auf jeden Fall Frauenmantel. Für die Frauen sehr wichtig. Holt da einen Tee, trinkt das. Das ist sehr wichtig für Beschwerden, Blutungen. Genau. Zyklusprobleme. Genau. Und die laufen überall diese, wie nennt man die? Murmeltiere. Geschmolzen ist Schnee, gefiltert. Und es schmeckt so lecker. Und jetzt schmilzt es und wir trinken das. Hammer. Boah, da könnten wir eigentlich rein kurz, ey. Oh, Leute! Das ist richtig schön. Wow. Wir gehen weiter. Wo geht's lang? Perfekt. Oh,
noch ein schöner Wasserfall. Cool. Hey, wenn ihr einen besten Freund habt, dann könnt ihr auch sowas kochen. Aber den gebe ich nicht ab. Sorry. 6 Uhr und wir sind jetzt hier beim anderen Tal schon angekommen. Da sind wir gekommen auch und ich sehe da hinten eine Hütte. Ich weiß nicht, ob das unsere Hütte ist, ich denke aber nicht. Schön, ich trinke mich auch gerade hier richtig voll mit geiles Filterwasser. Einfach nur geil, Leute. Dieser Unterschied, du siehst aus wie eine Ameise, Mann, von dem Berg. Grenzenlos sein, alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Liegen dort verborgen. Hakuna Matata. Matata. Oh, neue Schilder. Aha. Eine Stunde und 15 Minuten noch. Immer wieder gibt es Flüsse, wo ihr trinken könnt. Bewohner hier sagen auch immer, ey, jeden Fluss könnt ihr eigentlich trinken. Es ist einfach so sauber. Und ich gebe euch das weiter. Das ist einfach nur schön. Und da hinten sind wir gekommen. Das müsste der letzte Hügel sein. Da sind wir auch ungefähr auf 1300 Meter. Und dann brauchen wir noch eine halbe Stunde. Und dann sind wir da. An dieser gerade das Dampf da. Ich guck mal, ob ich für euch da ein bisschen näher ranzoomen kann. Die letzten paar Meter sind so schön hier. Überall wunderschöne bunte Pflanzen. Es riecht richtig nach Kräutertee. Motiviert doch Leute, oder? Einfach mal selbst rauszugehen, ein paar Runden zu drehen in der Natur. Und ich merke, ich werde immer innerlicher, immer sauberer von dieser Luft, von den ganzen Bäumen und von den Pflanzen. Ich kann viel besser atmen jetzt, ich bin viel fitter gerade. Das ist wirklich, macht schon was aus, auch wenn ich das wissenschaftlich nicht beweisen kann, aber ich spüre es und ihr kennt das ja auch, die halt sich viel bewegen in der Natur, merken ja selbst, wie gut es tut. Wir vermuten, dass da hinten, dieser Berg hier, der Hofvogel sein könnte. Das könnte wirklich unser Berg sein für morgen. Richtig Glück gehabt, wir sind jetzt schon so lange unterwegs, Mann. Aber wir riechen, dass hier in der Nähe Menschen sind, Mann. Wir riechen Tee, was gekocht wird. Wir riechen Zivilisation. Ja, ich rieche saubere Wäsche. Alter, weil immer noch nicht zu vergessen, wir sind jetzt, glaube ich, 7 Tage schon unterwegs und wandern die ganze Zeit schon. Andi hat schon ein bisschen gerechnet, wir haben jetzt schon so 100 Kilometer, glaube ich, schon. Hört ihr das? Andi, sie. Ja! Ja? Ja! Erstes Ziel, gleich vor unserer Nase. Freunde, darf ich vorstellen? Ich glaub's nicht. Ich sehe es noch nicht. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Ich erinnere mich. Da, Leute, müsst ihr euch vorstellen, da ist so eine kleine Holzzaun. Da haben wir Espresso getrunken und haben gedacht, komm. Vor vier Jahren. Wir gehen den ganzen Weg. Den ganzen Weg, den ihr jetzt gerade gesehen habt. Um 7 Uhr abends. 8 Uhr ungefähr. 8 Uhr abends haben wir gedacht, wir gehen nach Oberstdorf. Das war nach einer 40 Kilometer Wanderung ungefähr. Ja, das war eine ziemlich granatenstarke Horsi-Wanderung, die wir schon hinter uns hatten. Und dann haben wir einfach noch eine draufgelegt. Ja, und das haben wir jetzt ungefähr 11 Stunden jetzt gebraucht hierhin. Nee, oder? Ich glaube, ja. Um 8 haben wir angefangen. Wir haben jetzt gleich 7.